Ja, Leute, was geht und herzlich willkommen zu Frustra Fakta. Eurem Lieblings-Gaming-Faktenformat, bei dem ich euch unnütze Fakten vorstelle und ihr ganz bestimmt was fürs Leben lernt. Fangen wir direkt an! Zerstört man in The Legend of Zelda Ocarina of Time, auch OOT von Fans genannt, ein Schild, kann man es, wenn man sich daneben stellt, mit Zeldas Wiegenlied einfach wieder auferstehen lassen. Es repariert sich damit von selber. Pokémons vom Typ Psycho haben Schwächen gegen Pokémons vom Typ Geist, Käfer und Dunkel. Das liegt daran, dass das echte menschliche Phobien sind, die die Entwickler ins Spiel übertragen haben. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Käfern, vor allgemein vor Krabbeltieren. Es gibt Menschen, die haben Angst im Dunkeln. Und es gibt auch Menschen, die haben Angst vor Geistern. Also, mega, mega cool. In Japan wurde das SNES, die zweite Konsole von Nintendo, in der Nacht ausgeliefert, weil Nintendo Angst vor Raubzügen der Yakuza hatte. Guten Abend. Ja, hallo. Sie haben mal eine Banane bei uns bestellt. Und warum liefern Sie das nachts aus? Ja, tagsüber könnten wir halt von so Mafia-Leuten überfallen werden und das wäre halt einfach nicht gut für die Firma. Sie verstehen? Ja, ich verstehe schon. Luigi ist tot. Ja, liebe Freunde. Der allseits beliebte Bruder von Mario ist verstorben. Schon lange. Und ich weiß das von dem Spiel Castlevania Lords of Shadow. Denn da kann man ein Skelett finden und neben dem Skelett liegt eine Nachricht. Und in dieser Nachricht teilt uns der Tote mit, dass die Rohre des Schlosses so schlecht instand gehalten werden, dass selbst sein Bruder Mario erschüttert wäre. In raubkopierten Versionen des Spiels Crisis Warhead, was 2007 auf dem PC rauskam, schießen alle Waffen mit Hühnern. Ach, wie schönes Wetter heute doch ist. Aua! Ey! Haha, Volltreffer! Die Pilze aus der Super Mario Welt, ihr wisst Bescheid, welche ich meine, die rot-weißen, sind tatsächlich eine Anspielung an echte Fliegenpilze. Nicht nur, dass sie farblich gleich sind, sondern auch, wenn man sie isst. Wenn man sie isst, hat man das Gefühl, größer zu sein und stärker. Dasselbe passiert bei Mario. Schon irgendwie cool, dass sich die Entwickler ein bisschen an der echten Welt orientiert haben. Das Spiel Golden Sun kann man ziemlich schnell durchspielen, denn wenn man am Anfang gefragt wird, ob man das Schicksal des Landes auf sich nehmen möchte und mit Nein beantwortet, ist das Spiel vorbei, die Credits laufen und ihr habt es durchgespielt. Möchtest du das Schicksal des Landes auf deinen Schultern tragen? Nö. Stellt man bei Windows die Eigengröße auf groß, werden die kleinen Bildchen, die Icons von Fallout 1 und Fallout 2 zu Tim Kaines Kopf, einer der Designer und Programmierer des Spiels. Wie cool! In Deutschland wurde das Spiel Maniac Mansion sehr, sehr stark zensiert. So stark, dass man viele Dinge nicht mehr tun konnte. Tatsächlich, was man aber immer noch machen kann, ist es, seinen Hamster in der Mikrowelle zu braten. Ich empfehle euch, das jetzt nicht direkt auszuprobieren zu Hause. Im Videospiel könnt ihr das trotzdem gerne machen. Wir sind uns einig? Perfekt. Hehehe. Komm schon, was denn? Ernsthaft? Und das darf man? Ach so, verständlich. Die Türme im Startscreen der PlayStation 2 sind tatsächlich Anzeigen, wie viele Spiele ihr gespielt habt, desto mehr Türme. Je länger ihr die Spiele gespielt habt, desto höher die Türme. Und so könnt ihr ungefähr gucken, ob euer Kollege einfach viel zu viel zockt und einfach keine Freunde hat und nie rausgeht. Oder ob er so ist wie ich und immer draußen in der Natur rumläuft und viel Freizeit und Spaß genießt. Faktensturm. Giant Land aus Super Mario Bros. 3 hat die Form eines Koopas. In allen Handheld-Spielen von Rare ist dieselbe schlecht gezeichnete Kuh verborgen. Jeder Tisch in Metal Gear Solid wurde individuell gezeichnet und designt. Nintendos erstes Produkt, was sie auf den Markt gebracht haben, waren Hanafuda-Karten, japanische Spielkarten mit Blumen drauf. Chaos aus Sonic Adventures ist tatsächlich ein durch die Chaos Emeralds mutierter Chao. Es gibt Teströhren in StarCraft 2, in denen sich Baby-Metroids befinden. Das erste von Sony auf den Markt gebrachte Gerät war ein Reiskocher. Alle Fälle aus L.A. Noire basieren auf echten Verbrechen im Los Angeles der 40er Jahre. Gibt man dem Banjo-Kazooie dreimal denselben Cheatcode ein,
kommt Grunty und löscht eure Spieldatei. Modeling Solos aus Mass Effect wurde von Clint Eastwood inspiriert. Dr. Neo Cortex aus Crash Bandicoot basiert auf Brain aus Pinky and the Brain. Das Kampfsystem von Final Fantasy basiert auf Formel 1 Rennen. Im Debug-Menü von Earthbound wird Kirby als Cursor benutzt. Drückt man beim Starten des Gamecubes den Z-Knopf, ertönt eine alternative Startmelodie. Aerosmith hat durch Guitar Hero mehr eingenommen als durch seine gesamten Alben zusammen. In Welt 7.1 des Donkey Kong lässt sich Mr. Game & Watch im Hintergrund finden. Auf dem Cover von Mario Kart Double Dash ist das L auf Luigis Mütze spiegelverkehrt. Und wie immer, wenn wir am Ende einer Folge ankommen, fängt es an bei mir zu regnen. Was ist denn da oben eigentlich los, sag mal? Ist ja auch egal. Wenn ihr noch coole Fakten kennt, schreibt ihr auf jeden Fall unten in die Kommentare. Da werde ich sie das nächste oder übernächste Mal auch verwenden. Und jetzt lasst auf jeden Fall noch ein Abo da, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Leute.